Hallo Virus Gaming. Ja, ich bin mir auch gerade noch nicht so ganz sicher mit dem Game, aber ich habe das Gefühl, ich bin auch immer noch im Prolog irgendwie so ein bisschen drin. Und auch noch ein bisschen verwirrt. Ich dachte auch nicht, dass ich so scheiße mit dem Kampfsystem wäre. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keine Erwartungen an das Game. An Horizon Zero Dawn hatte ich relativ hohe Erwartungen, die wurden aber auch erfüllt. Ja, ich habe halt keinen Controller, ist das Problem. Also viele von diesen Spielen sind einfach mit Controller, aber ich habe halt wie gesagt leider keinen. Drum muss ich darauf verzichten. Habe ich gerade gescannt. A, B, D, Hast scannt. Jo. Was poppen. Wie in der Karte kann ich angegriffen werden? Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Bin ich so lost oder? Vor allem, warum kann ich auf Heilen drücken und dann dauert es so ewig? Das ist gerade echt wack, dass ich nicht Heilen drücke und ich heile mich sofort. Das ist echt doof. So schlecht, ne? Ja, unfassbar. Was greifst du mir jetzt auch sofort an? Ich hab doch ausweichen gedrückt. Mann, ich drück doch ausweichen, Mann. Feine Idee. Breath of the Wild mit Maus und Tastatur. Ja. Ja. Wäre auch nicht cool. Ich habe keinen Controller. Das ist das Problem. Vielleicht das mit der Macht. Nee. Hier kann ich wenigstens wieder zwischenspeichern. Der Breath of the Wild mit Maus. Wieso kriege ich auch immer wieder das Tutorial? Wo das respawnen halt die Gegner, ne? Das heißt, wenn ich jetzt nach unten gucken, müssten da die zwei. Und müsste der große da auch wieder sein. Ja. Komme ich hier innen weiter eigentlich? Glaube nicht. Und zumindest da, wo ich hin wollte. Und über das andere komme ich nur zurück hier oben rum, oder? Komme ich hier rüber hin, auf eine obere Plattform? Und hier klettern? Ich will es eigentlich nicht probieren, weil ich habe jetzt keine Lust da unten wieder runterzufallen, gegen dieses doofe Drecksvieh zu kämpfen. Drum springen wir mal nach hier. Zack. Schlag von oben. Ja,
ich hab doch geblockt, aber zu spät. Neues Terrarium. Neu, ich kann nicht lesen. Neues Terrarium sammeln, ja. Ah, die greifen wir zweimal an alle. Warum? Komme ich hier wieder hoch, ja. Leg einen Zahn zu, BD1. Irre ein Monster, das gefällt mir nicht, weil daran werde ich wieder 10-mal sterben. BD1, hier rüber. Siehst du was da drin? Ich sehe, dass da was. Genau das. Langlaufen? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt Zeit auf den gebrauchten Gegner. Soll ich probieren? Laufe und springe auf der Furchten wenden, um daran entlang zu laufen. Ich hab's schon direkt verkackt. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nice. Jetzt komm her zu mir. Oh. Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Boing. Run. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Weiß doch, was lang geht. Jetzt ist es da offen. Warum ist da jetzt offen? Noch darüber. Nicht hier. Und dann klettern. Aha. Ja, Wandlaufen ist ein ganz nicer Skill. So. Mache ich jetzt hier oben. Da kann ich, jetzt komme ich eigentlich zurück. Komme ich da hoch? Nee, ne. Aber ich kann 300 IQ machen. Zack, hier oben rum. Und dann darum. Ha! Parkour-Profi. Was auf die Pfütze laufen jetzt? Ja, praktisch. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Aber hier unten mir war doch auch noch ein Punkt, oder? Da oben. Komme ich denn dahin? Hier rüber? Jo! Nice. Boss. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Laufen die Wand zurück, weil es so cool war. Gut, oder auch nicht. Aufbruch. Und ist ja sowieso hier rüber. Rücklaufen. Nochmal meditieren. Ich habe einen Skillpunkt. Nach vorne attackiert seinen Gegner, halte F. Ah, da muss ich F für halten und drücken. Ah. Ich glaube, Leben ist eine Sache, auf die ich gerade gehen will.
nachdem ich so ein guter Spieler bin. I see. Ah, jetzt kann ich hier an der Wand langlaufen. Yeet. Geil. Okay, hier ist noch eine Kiste. Komm wieder her. Warte, mach die Kiste auf, lässt das Viech reinspringen, komm wieder her. Hin möchte ich ja hier rüber, glaube ich, oder? Also muss ich wieder hoch. Und dann muss ich einfach. Ah, das ist das, was rot ist, diese Brücke da. Ah, ich, von da kam ich gerade, wo ich gerade stand. Aber mal da oben komme ich raus. Ich doch hier rüber. War es doch vorhin richtig eigentlich schon. Ja. Und wieder hoch. Wenn ich da rüber gehe, bin ich hier. Okay. PD1. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich gerade hin? Ich glaube, ich wollte hier gar nicht hin. Nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich hier hoch. Wenn ich jetzt hier an den Ranken hochgehe. So komme ich da nicht hoch. So. Dann noch gerettet. So, jetzt will ich da rüber. Ich will da hoch. Und da gegenüber, da war so ein Klettergitter. Hier irgendwie da oben, da kann ich dran klettern, glaube ich, vielleicht dann darüber springen. Aber wie komme ich da hoch? Dass er hier so hoch geht, glaube ich, dass der Plan ist, hier zu laufen und dann da irgendwie. Will ich da überhaupt raus? Die andere Frage. Glaub schon. Ah, warte mal. Jetzt leuchtet rot. Dann kann ich schon mal noch nichts machen. Da kann ich auch mal. War da irgendwas? Nee, ne, ne. Hallo Luis.
komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ich komme hier rüber. Und ich komme da ja auch hin. Wie komme ich da hoch? Da. Hallo. Das Ding leuchtet rot, aber warum? Why? War's schon, aber kein Mist hochgehen. Ich glaube auch, dass ich hier vielleicht gar nicht hin muss, aber wenn ich sonst nicht könnte, entweder hier schon, ob es weitergeht, oder doch irgendwas mit dieser Brücke hier. Aber da habe ich mir nichts mit anstellen können. Oder muss ich. Mal. Kann ich dieses fette Vieh, was da war, dazu bringen, mit seiner Sprintattacke gegen die Brücke zu laufen, um die umzustoßen? Also wenn das so gedacht ist, dann mega geil. Jo. Scheinbar nicht. Ich brauche einen Stim. Hilft mir mal jemand? Fertiges Vieh. Wenn ich da rüberkommen würde, es ist rot, geblockt. Irgendwas, was unerkundet ist. Eigentlich nicht. Also ich komme hier wieder hoch. Aber wo komme ich hier wieder hoch? Der Pino des Zeit. Aber ist das... Das ist hier ein Aufzug, den ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ja. Oh Gott. Kann ich hier irgendwie interagieren? Hallo? Ah, einfach drauf. Ah, Gott. Gut. Jetzt bin ich wo? Hier oben. Dann kann ich da runter sliden, da kann ich aber nur meditieren. Und wieder da runter. Aber ich habe hier unentdeckt. Hier war ich noch nicht. Bin so schlecht in diesem Spiel. Ich seh's mir an. Mhm. Mann! Bin so bad einfach. Bin ganz so erschrocken, als das Ding ist. Wo kommt ihr denn jetzt her? Von da oben? Hallo? Klettern? Ich kann mich ja gerade nicht healen, das ist auch ungünstig. Ah, ich habe das Ding da drüben gehört. Kannst du das hacken? Kannst du das hacken? Ja, dein Anna Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Hat er das gefunden? Ah, Lichtschwertdinger. Bräuchte eigentlich Heilung, das wäre ganz cool. Hätte ich noch irgendwo anders lang gekonnt? Wahrscheinlich nicht, ja? Wahrscheinlich schon, aber.
Spielen wir mal da runter, Neon. Müssen wir doch hier machen. Ja, aus dem Grund macht es gerade über Streamlabs nicht. Streamlabs drum musste ich mich jetzt einloggen. Oder halt schnell über den Browser. Wettrennen? Oh, dann los! Was für Wettrennen? Ich hätte gerne meine Maus erstmal wieder spielen. Ich bin fast tot, ich hätte gern Heilung. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay, wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ach, hier kann ich mich heilen. Das ist gut. So. Erstmal Umgebung erkunden. Gute Leistung. Weiter scannen, die Töpfe. Vasen oder was auch immer. Können wir hiermit interagieren? Schauen wir, was passiert. Lerne ich jetzt Wände hochlaufen? Und ein Monster rausgesprungen. Wow. Magisch. Wahnsinn.